Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal um eine neue Herausforderung gehen in der Woche 6 in Fortnite. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, wo wir verschiedene Landmarks oder sogenannte Orientierungspunkte in Fortnite finden können für die neue Herausforderung. Denn wir sollen 5 Orientierungspunkte in einer Runde besuchen und wie ihr das Ganze ganz einfach machen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Ansonsten gerne ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop natürlich eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Also, wenn ich euch helfen konnte, auf Ehrenmann-Basis. Dann würde ich aber sagen, jumpen wir mal direkt rein ins eigentliche Video. Viel Spaß! Ihr habt es ja schon gehört, in diesem Video soll es mal um die Orientierungspunkte in Fortnite gehen, denn eine neue Herausforderung ist ja, dass wir Orientierungspunkte in Fortnite besuchen sollen, und zwar 5 Stück in einer Runde. Und das zeige ich euch in diesem Video, wie ihr das ganz einfach machen könnt, denn viele von euch wissen ja gar nicht, wo sich diese sogenannten Orientierungspunkte in Fortnite befinden. Und dafür bin ich da und mache dieses Video hier, damit ihr ganz genau wisst, okay, diesen Ort muss ich besuchen, um diese Herausforderung abschließen zu können. Ja, also Leute, ich habe euch eine Karte vorbereitet oder ich habe meine Karte rausgesucht und die Orte eingekreist. Das dachte ich mir mal, hilft am besten und da könnt ihr am besten sehen, ja, okay, da muss ich hin und da muss ich nicht hin. Ihr seht schon hier, ich bin auf der Karte hier neben Sweetie Sands in so einer kleinen Burg oder einer zerstörten Burg und das ist auch so ein genannter Orientierungspunkt, den man in Fortnite besuchen kann, um diese Herausforderung zu machen. Ja, diese kleine Burg hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und gefällt mir sehr, sehr gut. Und es gibt aber noch viel, viel weitere Orientierungspunkte, denn ein weiterer Orientierungspunkt ist zum Beispiel hier drüben beim bei der Muschel, ist das eine Muschel da hinten? Oder ein bisschen weiter beim Leuchtturm ist ein Orientierungspunkt, hier auf der Insel ist ein Orientierungspunkt. Also hier in diesen Orten könnt ihr auf jeden Fall schon 4 Orientierungspunkte direkt mal abklappern. Aber um das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, blende ich euch jetzt mal im Hintergrund ein Video oder ein Bild ein, wo ihr die verschiedenen Orientierungspunkte sehen könnt. Und da könnt ihr selber entscheiden, welcher Ort am besten ist, um diese 5 Punkte zu besuchen. Ich muss wirklich sagen, also zwischen Dirty Dogs und Frenzy Farm sind auf jeden Fall 3 Stück, die wirklich relativ nah beieinander sind. Ansonsten würde ich ja wirklich hier ein bisschen abgelegener gehen, um mir das Ganze ganz entspannt zu machen. Das müsst ihr aber also komplett selber entscheiden. Ich kann euch nur die Maps zeigen, wo sich die Orte befinden. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich euch helfen konnte. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst gerne ein Abo da, Glocke natürlich auch aktivieren. Und wenn ihr auch noch einen Freund habt, der noch nicht von meinem Kanal erfahren hat, dann schreibt ihm das doch mal, schickt ihm das und supportet mich. Mit dem Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop, dann würde ich sagen, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.